Willkommen zurück bei den Pascom-Brüdern. Wir wollen jetzt nochmal das VLAN-Thema noch mal ein bisschen vertiefen. Genau. Und zwar haben wir im letzten Tutorial ja gemacht, ich route dann zwischen den beiden VLANs, aber man könnte ja auch direkt einfach eine Bridge installieren. Genau. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten, soweit ich das weiß. Man bridget es einfach oder man benutzt den Switch-Chip. Genau. Wobei der Switch-Chip das kompliziertere ist. Ja. Das heißt, wir würden beginnen mit einer Software-Bridge. Also Software ich kann da grundsätzlich in dem Router, das haben wir ja schon mal gesehen, zwei Arten von Bridges betreiben. Entweder ich habe einen Hardware-Chip drin, also einen Switch. Ein Switch ist ja eine Bridge im Großen und Ganzen in Hardware-Form. Oder ich lege ein Bridge an, eine Software-Bridge an, die auf der CPU läuft von dem Router und kann dann da beliebige Members reinnehmen. Was sind Vor- und Nachteile? Vorteile von Hardware ist natürlich, es ist wesentlich schneller. Also wenn ich wirklich Performance will zwischen den Teilnehmern, ist es immer besser, die Hardware zu verwenden. Nachteil ist, ich habe nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten. Mit der Software-Bridge kann ich alles Mögliche reinholen, jedes Interface, und es ist nicht auf den Bereich des Hardware-Switches gebunden. Das heißt, ich kann zum Beispiel das WLAN mit reinbridgen, ich kann von einem anderen Switch was mit reinbridgen. Ich habe dadurch alle Interfaces, die ich irgendwie auf dem Router habe, kann ich dieser Bridge hinzufügen. Dagegen, wenn ich den Switch verwende, ist das genau dieser Switch und ist genau auf diese Ports definiert. Also je nach Speed, den ich brauche und wie viele vor allem ich da dann anstecke, genau. Ist halt die Frage, ob das geht. Aber Richtig. Du denkst, der Ansatz Bridge eigentlich meistens der bessere, flexiblere? Ja, immer Anwendungsfall. Also wenn ich zum Beispiel jetzt zwei Server habe, die viel miteinander kommunizieren, dann würde ich den Hardware-Switch verwenden für diese beiden Ports und den Master-Port davon nochmal in eine Software-Bridge, wenn ich nochmal die Anwendung habe, nochmal was hinzuzufügen. Dann hätte ich quasi in der ersten Bridge schon meine Performance schon erledigt und dann, wenn ich nochmal routen will ins WLAN, was ja weniger ist, gehe ich dann über die Software. Also ich kann das kombinieren und ich kann auch Bridges bridgen und so weiter. Also irgendwann wird es halt unübersichtlich und etwas unangenehm, aber es funktioniert. Also ich kann das alles miteinander verschachteln ohne Probleme. Okay, dann schauen wir uns unser Tisch-Setup jetzt vielleicht erst nochmal an. Genau. Was wir hier verändern wollen. Es ist schon umgesteckt. Der geneigte Zuschauer bemerkt vielleicht, dass das Kabel jetzt hier unten gesteckt ist, also quasi unten im Switch drin war, da wo unser Telefon angesteckt worden ist. Und wir wollen jetzt quasi dieses Telefon-VLAN aus dem letzten Tutorial einfach auf einen dieser Ports bringen. Weil ich einfach sage, naja, ich will alles in dem MikroTik-Router, der ja auch Bridge-Switch also auch ist, alles da drin regeln und will nicht noch mehr extra Hardware haben. Wir haben hier einen einzigen Nachteil für unser Telefon. Unser Telefon hat PoE. Genau. Das heißt, wir brauchen jetzt ein Netzteil für unser Telefon, das haben wir aber schon angesteckt. Dann sehen wir uns das Ganze mal an. Die Konfiguration ist ja noch hier vom letzten Mal, unser Ethernet 1 mit den beiden VLANs. So, was muss ich jetzt machen? Ich möchte ja jetzt in unserem Fall Ethernet 5 als Untagged Member verwenden. Das heißt, ich brauche jetzt eine Bridge und die Bridge Members müssen sein das VLAN 110 und der Ethernet Port 5. Ja. Das ist jetzt wichtig, ich darf nicht den Ethernet 1 bridgen, sondern ich muss quasi... Karum, dann bridge ich die VLANs zusammen, was ganz tödlich ist. Also verschiedene VLANs. Dieses VLAN mit dem Interface. Dazu mache ich mir jetzt hier eine Bridge. Da habe ich eine neue Bridge und ich nehme BR-Telefon meinetwegen. Und füge dann hier das VLAN-Interface, dem BR-Telefon hinzu. Und mein Ethernet 5 Interface zum Beispiel. Was muss ich jetzt noch machen? Ich habe jetzt die IP-Adresse ja auf meinem VLAN Interface und arbeite mit der Bridge. Das hatten wir bei der Bridge-Thematik schon, dass es jetzt Sinn macht, hier meine IP-Adresse umzuziehen in die Bridge. Genau. Lege ich jetzt hier auf die Bridge. BR-Telefon. Und genauso den DHCP-Server, den ich konfiguriert habe. Der wird eh schon. Eh schon rot. Und dann sage ich auch, den hätte ich gerne auf meinem Bridge-Interface. Genau. Das muss ich machen. Und jetzt ist mein Ethernet 5-Port sozusagen Untagged Member in meinem VLAN. Das können wir uns jetzt auch mal da in der Live anschauen. Das heißt, wir haben jetzt das Kabel. Da liegt noch eine Fernbedienung. Ja, Details. Und stecken das hier an. Klickt nicht.
klickt nicht. Es liegt aber am Patchkabel und nicht am Telefon. Also er zieht sich jetzt, haben wir jetzt gesehen vielleicht im Display, er zieht sich hier gleich eine IP. Wir schauen uns jetzt das auch nochmal am PC an. Mein DHCP-Server. DHCP-Server, genau. Sieht man hier, hat er wieder die 1.20 und ich kann das hier nochmal pingen. Wunderbar. Und komme dann dementsprechend drauf. Das heißt, das war jetzt eigentlich unsere Thematik. Ich will einfach nur diesen Router verwenden. Genau. Will den als Switch auch verwenden und will keine weitere Hardware. Ja. Wenn ich jetzt das taggen will, wenn ich das weiterspinnen möchte, ich möchte gerade den VLAN-Tag haben, dann lege ich ein zweites VLAN-Interface an, auf den Port, zum Beispiel Ethernet 5, und bridge dann diese beiden VLAN-Interfaces. Also nicht also den Switch halt ohne Chip. Genau. Einfach sozusagen Software noch. Bridge immer mehr Interfaces hin. So kann ich das machen. Belastet meine CPU, muss ich halt bedenken. Je mehr ich bridge und zusammenbaue, desto mehr Performance brauche ich. Gut, der Vorteil nochmal ist aber auch, ich könnte jetzt auch ein WLAN-Interface einfach mit reinbridgen. Ich will ein Gast-WLAN, da will ich VLAN bla 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 und das bridge ich einfach mit rein. Bridge ich auf der einen Seite mein VLAN-Interface und auf der anderen Seite zum Beispiel den virtuellen Access-Point, so wie wir das schon gemacht haben, auch mit rein. Und dann habe ich dieses Gast-WLAN in diesem VLAN. Okay. Genau. Praktische Sache. Wir hoffen, wir haben das Thema ein bisschen weiter durchsichtig machen können. Wir freuen uns auf Kommentare und sehen uns nächsten Freitag wieder. Bis dahin. Danke. Infos über unsere VoIP-Telefonanlage MobiDick und das Passcom-Systemhaus findet ihr unter passcom.net. Mehr von den Brüdern gibt's jeden Freitag neu auf passcombrothers.net.